Und willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, wir sind jetzt endlich da. Wir werden die Quest nochmal aktivieren. Genau. Und dann schauen wir doch mal. Gucken wir mal, dass wir jetzt richtig sind hier. Und Leute, das ist ein Riesengebiet. Gibt bestimmt noch größere, aber schaut euch das Gebiet an. Es ist schon ganz schön groß. Also ich glaube, hier werden wir einiges zu tun haben. Das erste, was wir machen, ist auf jeden Fall mal hier runtergehen. Und gleich mal den Aussichtspunkt holen. Und dann würde ich sagen, kämpfen wir uns hier hoch. Wahrscheinlich wird es dann eh... Wird dann eh wahrscheinlich hier wieder irgendwelche Quests geben und. Also wenn wir einiges zu tun haben, wird wahrscheinlich ein paar Folgen dauern. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. So. Spartanischer angreifbar. Markieren wir uns doch mal schnell den Aussichtspunkt, der ist da hinten. Vielleicht können wir gleich hier rüber. Den geht mit. Wenn wir schon hier sind. Und die ist tot. Boah, da drüben ist. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Auf jeden Fall schon mal eine Schnellreise dann freigeschaltet. Haufen Bären sind hier. Alter, das ist ein weiter Weg, ey. Warte mal. Mit dem Pferd geht schneller. Tiere. Hau ab, du hast hier nichts verloren. Ja, euch mache ich später dann. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ella. Schon. Kommen wir mal auch später. Jetzt, ich will jetzt erstmal den blöden Punkt davon. Okay, das Pferd kann wahrscheinlich ins Wasser. Los, los.
echt saublöd hier. Ich hab nicht gedacht, dass es so extrem blödig ist. Du musst echt schauen, wie du, wo du hier lang gehst. Festung. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Riesengebiete, boah. Okay, Schnellreise freigeschaltet. Jetzt werden wir zum Schiff zurückporten. Und werden uns dann... What? Die habe ich vorher aber nicht gesehen. Okay. Okay, wir porten ja schnell zum Schiff zurück. Und dann werden wir ganz gemütlich von unten anfangen. Dass wir uns da durcharbeiten. So, okay. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Unentdeckt. Spartanische Herrschaft. Ja, ich wollte eigentlich die Spartaner gar nicht angreifen. So, okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Ah, schaut schon geil aus. Vielleicht hier wieder, ein Stein. Alles mitnehmen, Leute. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr das selber spielt, nehmt alles mit, was ihr so seht auf dem Weg. Ich habe jetzt schon Mangel an Materialien, dass ich das Schiff weitermachen kann. Okay, ich bin noch ziemlich am Anfang, aber ich denke mir, das wird ja auch alles immer teurer. Also immer alles schon mitnehmen. Okay, aber ich glaube, wir müssen die angreifen, weil wir sonst die Schlacht nicht starten können. Also, es ist egal, auf was für eine Seite, glaube ich, wir kämpfen. Ich
bin ja eher Spartaner, also eingestellt. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Will mich jemand verschaukeln? Oh, der ist 12. Okay, wir auch. Aber. Schütte hier weg. Einmal bitte. Dann wird gleich viel leichter, wenn der Schild nicht da ist. Irgendwas Besonderes? Große Kiste. Anzünden können wir das aber nicht, doch, können wir. Einige Gegner. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann werden wir gleich hier weitermachen. Ich schau besser mal nach. Der macht gut Schaden. Alter.
Fall nicht um. Boah, heftig. Auf jeden Fall noch alles mitnehmen hier. Okay, dann wird der Ort auch abgeschlossen. Glaube ich zumindest, da hinten ist ein Schmiedi. Komm, wir gehen mal verkaufen mal ein bisschen was. Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Die denn jetzt auf einmal herbekommen? Okay. Okay, den Rest würde ich sagen, tun wir dann zerlegen. Und wir kämpfen uns weiter vor zu dem Orakel. Und hier ist eine Anschlagtafel. Dann nehmen wir die vielleicht gleich noch mit. Martha hat mir früher von Kira und den Heiligen. Boah, gibt's da drauf ein Zeug. Okay, dann muss ich See und. Wollte ich zu dem hier noch? Was macht denn der? Willkommen, Freundin. Mein Name ist Sargon. Verwalter mythischer und außergewöhnlicher Antiquitäten. Ich habe alles, was dein Herz begehren könnte und mehr. Für einen Preis, versteht sich. Okay. Wie aufregend. Ich traf noch keinen Händler, der so stolz auf seine Waren ist. Sie müssen beeindruckend sein. Es sind die besten in der griechischen Welt, das verspreche ich dir. Sonst soll Zeus Blitz mich treffen. Ich trenne mich gern von meinen Drachmen, wenn der Preis angemessen ist. An Drachmen bin ich nicht interessiert. Ich akzeptiere nur Orichalkos als Zahlungsmittel. Davon habe ich noch nie gehört. Haben wir doch schon. Wir haben das. Es ist ein kostbares Metall aus einer Zeit vor der unseren. Es besitzt viele Eigenschaften, die Sargon anziehend findet. Zeig mir, was Na du gut. hast. Zeig her, was du anziehst. Da haben wir ja schon welche. Das sind ja die Dinger, die man sammeln kann. Beende tägliche Quest und spezielle Kriegs- und Kopfgeldaufträge, um mehr Orelkos-Stücke zu erhalten. Du kannst sie bei Sargon. Gegen epische oder legendäre Gegenstände eintauschen oder gegen eine olympische Gabe und die Götter entscheiden lassen, was genau du dafür erhältst. Okay. Ja, mit 7 aktuell. Okay, da werden wir wahrscheinlich viel, viel mehr brauchen. 80, 40, 40. Okay, olympische Gabe. Okay, das ist bis jetzt noch nicht relevant für uns. Müssen wir noch ein bisschen. Haben wir viel zu wenig. So, was haben wir denn hier in der Gegend, was wir vielleicht noch erledigen können? Hier ist nervöse Kunden.
Zeitquest. Hier wäre eine Quest. Der Penner da oben wieder. Dann gehen wir gleich nochmal dahin. Warum blute ich eigentlich, wenn ich hier reinspringe? Können wir das mir jemand erklären? Problem. Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Ich schau, wo meine Katze ist. Ich bin eine Göttin. Du brauchst Götter? Ich bin das Nächstbeste. Oh, eine lebende Göttin? Du kannst dich verkaufen, das lasse ich dir. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Es war nur eine Frage. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Das war gestern und sie sind nirgends zu sehen. Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja. Die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. Im Höhe des Heiligen Krieges in Fokis, sind südöstlich des Bundes Militärlagers, sind auf Schatzjagd in der Woche, also Hügel des Heiligen Krieges in Fokis. Die Finderfestung, ja, das wird hier irgendwo sein. In der Bucht, okay, die werden hier sein. Machen wir jetzt aber nicht, weil ich nicht extra wegen der einen Quest runterrenne. Wir werden jetzt gleich mal. Die haben wir auf jeden Fall angenommen, die Quest. Das passt. Und wenn wir dann die nächste hier runterkommen, dann werden wir das auch gleich erledigen. So. Okay. Dann. Ja, das nervt, die blöden Fotos da. So, dann werden wir noch. Dann gleich hier lang gehen und uns hier in den Ausguck holen, Aussichtspunkt. Ziemlich verschachteltes Gebiet hier. Viele Berge. Aber wir haben auf jeden Fall eine Schnellreise. So, unentdeckter Ort. Ja, cool, wenn wir den gleich erledigen könnten. Bloß der wird wieder bewacht ohne Ende sein. Hier ist Kopfgeld schon mal weg. Vorsichtig. Hier
wir 1000 Leute drinstehen. Ja, das war mir klar. Na komm, wir probieren es einfach mal. Das war vielleicht das jetzt so machen, wie ich es bei dem anderen gemacht hatte. Also unentdeckt bleiben, wenn es geht. What the fuck? Was ist das für ein Helm? Bullenhelm. War das der schon oder was? Alter. Okay, dann haben wir den schon mal, das Kopfgeld ist schon mal weg. Das war brutal. Eigentlich nur noch der hier, oder? Da ist ein Schatz auf jeden Fall. Oder eins weiter drunter.
ich so weitermache, ändert sich das Machtgefüge. Okay, wollen wir den nächsten? Müssten noch zwei sein. Ah, hier. Okay, ein Vorrat noch. Ich glaube, das war eher hier oben, oder? Ja. Und da hinten ist es. Und immer, Leute, ich gebe euch einen Tipp, bevor ihr das verbrennt tut, tut es immer noch mal durchsuchen, weil da ein Haufen Materialien immer drin sind, die ihr noch mitnehmen könnt, bevor es dann in Flammen aufgeht. So, müsste erledigt sein. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal, wir auch gleich mal die Quest auswählen zu den Delphi. Ist zurück. Dann machen wir das schnell, weil es eben 68 Meter weg. Okay. Schauen schon cool aus, die Statuen. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Stimmt zwar nicht, aber egal. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach, komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Okay, der weiß auch was drüber. Woher weißt du davon? Wissen wir, ihn killen, aber ich weiß nicht, ob ich den noch brauche in der Geschichte. Oh, was soll ich machen? Nee, komm, ich lass ihn mal. Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater. Alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. War er vielleicht dabei? Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, meine Liebe. Es ist Kunst. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Er sprach von meinem leiblichen Vater und dass er vielleicht noch lebt. Nicht mehr lange. Wenn alles nach Plan verläuft. Was heißt das? Natürlich, dass du mir seinen Kopf bringen wirst. Bist du völlig durchgedreht? Du hast den Mann, der dich großgezogen hat, für Geld getötet. Da nahm ich an, dass du wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Okay. Kann man den gar nicht. Okay. Okay.
Okay, komm her. Alter, was wollen die von mir? Und ciao. Wo ist der Penner? Kino hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. So ein Penner, ey. Elpino sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Ein Brief an Elpino. Böbel, du hast ihn direkt zu mir geführt. Der ist 10, den könnten wir eigentlich snacken. Warte, hol mir nachher. Ein Ladungsverzeichnis. Elpeno hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen, aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpeno. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Down, sage ich nur. Gut, schauen wir mal, wir haben was bekommen. Inventory. Wir haben bekommen, und zwar einen schönen Helm. Der schaut doch mal nice aus. Und was haben wir hier noch? Ist eigentlich alles schlechter. Waffe. Eine 12er, die ist sogar ein bisschen besser, aber Jägerschaden, die hat halt mehr Schaden noch drauf. Das lassen wir mal. So, okay, dann. Was ist das hier? Arbeitsunfall, empfohlene Stufe. Boah, das ist ein großes Gebiet, ey. Teil der Schlange. Na komm, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal runter so ein bisschen. Und dann können wir nämlich die anderen Quests auch gleich erledigen. Also gehen wir mal hier lang. Hier ist irgendwo ein Söldner auf jeden Fall. Oh. Was ist der für Stufe 10? Dann hören wir uns gleich. Oh, der hat einen Bär dabei. Ich dreh durch. Dein Kopfgeld wird mir den Tag versüßen.
Denkst du das? Ich glaube nicht. Ah, da haben wir schon mal einen schönen Bogen. Was haben wir denn noch bekommen? Zwölf? Ist auch besser. Ich bin gespannt, ob es auch so Assassinen-Sets und sowas gibt. Das ist eher so Krieger-Dinger, was wir jetzt hier anhaben. Niemand darf mich entdecken. Kultistenwache. Was, ja, das ist die erstmal weiß, die man nicht mit. Das sind drei Kultistenwachen. Ostragon-Rätsel finden, antike Tafel, Schatz plündern. Okay. Okay, das sind sie. Die lehmen Menschen des Prometheus. Könnte ihnen Athena nur Leben einhauchen? Alter. Alter. Ist krass, ey. Huh?
Alter, was ist denn los? Alter Schwede! Tja, die sind krass, hä? Die haben's in sich. Hui! Ja, man merkt langsam, dass der Schwierigkeitsgrad etwas steigen tut. Aber ist ja gut, so soll es ja auch sein. So, da ist der letzte Schatz, den holen wir uns noch. Und somit haben wir das auch abgeschlossen. Aber eine Höhle oder so gibt es hier nicht, oder? Dass man nicht, dass hier noch irgendwie was versteckt wäre oder so. So, dann würde ich sagen, weiter in diese Richtung. Kann man sogar rüberrutschen. Okay. Das ist auch, glaube ich, das Material jetzt gerade gewesen, was wir brauchen für die Spezialgegenstände. Ja, cool gemacht mit dem ganzen Lichteinfall hier. Echt. Ich glaube, hier wird es jetzt schwierig sein in dem Gebiet, dass man hier alles gescheit aufdeckt, weil es hier halt einfach alles so verschachtelt und viel Wald ist, wo man vielleicht nicht gleich alle Sachen sieht. Oh, ist das ein großes Gebiet, hey. Heftig. Ort synchronisieren, kann ich es gleich von hier machen, oder was? Mir gerade angezeigt. Kann man nicht hoch, oder was? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich wieder
wie immer halt in der nächsten Folge natürlich, wie es weitergeht. Bin sehr, sehr gespannt. Vor allem, wie ich da unten mit in der Bucht, dass wir das Rätsel da lösen mit den Männern da, die abgehauen sind. Da können wir die Quest auch erledigen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.